Oh Schreck, der Kleiderschrank ist weg. Ja, und damit sage ich mal herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, so ist es. Der Kleiderschrank ist weg. Ja, ihr habt ja gesehen in diversen Videos schon von mir, dass daneben an ein Kleiderschrank war. Ja, der war eigentlich geplant, als ich das Zimmer hier bezogen habe, war eigentlich geplant, dass ich hier komplett Eisenbahnen mache und so weiter. Aber irgendwo müssen ja auch die Klamotten hin. Also musste ein Kompromiss machen und der Kleiderschrank musste da bleiben. Das war Stand April, ja, oder März, Ende März, Anfang April. Jetzt war es halt einfach so, dass wir ja irgendwie auf die Idee gekommen sind, zumal wir das hätten schon vor 11 Jahren machen können, denn so lange wohnen wir jetzt schon hier. Sind wir irgendwie mal wieder auf die Idee gekommen, ja, was könnte man denn machen, hin und her, weil ich gesagt habe, ach, der blöde Kleiderschrank und so weiter, stört und hin und her und hast du nicht gesehen. Ja, und da ist meine Frau und ich auf die geniale Idee gekommen, dass wir unseren Kleiderschrank hier rausschmeißen. Ja, also ich glaube, wenn es noch so gewesen wäre mit meiner Frau und so weiter, also beziehungsweise meine Frau gesagt hätte, spinnst du mit Eisenbahn, dann wird wahrscheinlich immer noch der Kleiderschrank jetzt da stehen. Nee, er ist weg und da muss ich erstmal vielen lieben Dank sagen, mein Schatz, dass wir das machen konnten. Und meine Frau habe ich gleichzeitig natürlich einen Wunsch erfüllt, denn sie hat jetzt, also einen Kleiderschrank gibt es quasi immer noch, ja, aber das ist kein klassischer Kleiderschrank mit Aufschieben hin und her, sondern sie hat jetzt einen begehbaren Kleiderschrank bekommen und das ist natürlich auch mega geil, den ich natürlich auch selber mega finde, ja. Vielleicht nicht von der Farbe her, weil ist natürlich wieder frauenlike, aber das ist wurscht quasi. Dafür habe ich ja jetzt hier mehr Platz. Und ich zeige euch jetzt nicht nur den begehbaren Kleiderschrank, was ich gebastelt habe, gebaut habe für meine Frau und mich natürlich. Meine Klamotten müssen ja auch da rein. Meine Frau ist erstmal super happy, schwer begeistert. Wollte sie schon immer haben, begehbaren Kleiderschrank. Wer träumt davon nicht, muss man einfach mal dazu sagen. Ja, und ich bin natürlich happy, weil ich da drüben was Fettes aufgebaut habe. Und ja, ich habe jetzt die letzten 2 Wochen rumgewurschtelt, also in der Zeit, wo ihr das Modellbahn Odenwald gesehen habt und auch jetzt die Modellbahnbörse und auch die BVB-Lok, was ich gemacht hatte für meinen Bruder. In der Zeit habe ich die ganze Zeit hier drüben rumgewurschtelt und ja, meiner Meinung nach ist es mega geil geworden. Also ich finde es zumindest mega geil. Und ich hatte ja schon mal irgendwann erwähnt, ich mag Bahnhöfe. Ja, also ich stehe irgendwie drauf und ich wollte schon immer einen Kopfbahnhof haben. Und den habe ich mir jetzt erschaffen quasi, den Kopfbahnhof, der mir eigentlich wirklich sehr, sehr gut gefällt. Also ich mag es echt, sieht wirklich klasse aus. Zudem habe ich auch noch deutlich mehr Strecke bekommen zum Fahren her. Natürlich teilweise unterirdisch, wo man es jetzt nicht so sieht, aber ein Teil auch natürlich, wo man die Züge natürlich fahren sieht. Viele sind natürlich auch der Meinung, ah ja, immer zu viel Schiene und zu viel Eisenbahn. Normalerweise muss die Eisenbahn in die Landschaft rein sozusagen und nicht die Eisenbahn bzw. umgedreht. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja, aber ich bin da eher so, ich will einfach das Spielerische. Ich bin da jetzt nicht so 100%, wo ich sage, ja, ich habe jetzt eine Schiene quasi da liegen und 20 Quadratmeter Landschaft. Das ist jetzt eher nicht so mein Ding. Sieht auch schön aus, keine Frage. Und jeder, der Platz hat, kann das natürlich auch machen. Aber bei mir ist natürlich so, ich möchte einfach Züge abstellen, fahren sehen und so weiter. Aber natürlich, klar, ist Landschaft drumherum soll auch natürlich so einigermaßen schön sein. Es soll ja auch einigermaßen stimmig sein. Wie gesagt, der eine oder andere wird sagen, ist wahrscheinlich zu viel Schiene und so weiter, aber das ist mir ehrlich gesagt wurscht. Ich bin mega happy, dass ich jetzt noch die Fläche bekommen habe und das ist wirklich nicht wenig. Man kann sagen, ist 3,40 Meter von der Länge, was ich jetzt nochmal zusätzlich an Platz gewonnen habe, also 3,40 Meter und mal 90 cm, beziehungsweise eine Stelle ist 1 Meter, bedingt durch den ja, durch die Kurven sozusagen. Muss ja irgendwie auch wieder der Zug in die andere Richtung fahren. Ja, und wie gesagt, ich erzähle jetzt einfach gar nicht mehr. Ich zeige euch jetzt, was ich gemacht habe. Und ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt, aber ich finde es mega geil. Also ich bin echt happy. Und ja, ich zeige es euch jetzt.
Ja, ihr Lieben, und bevor ich euch meinen neuen Bauabschnitt zeige, was ich gemacht habe, seht ihr sozusagen hinter dem Fernseher ist sozusagen unsere alte Rümpelkammer gewesen, wo Staubsauger und Besen und Wischmopp und alles den Krimskrams, was man halt so hat, da rumstehen hatte. Ja, und wir hatten noch einen Wandschrank gehabt, also sozusagen in der Wand einen integrierten Schrank. Und den haben wir auch mal richtig ausgemüllt, ja. Und haben sozusagen alles, was hier hinten in der Kammer mit Besen und Schrubber und hast du nicht gesehen, alles drin war, haben wir jetzt alles rausgeräumt, sortiert, bei eBay Kleinanzeigen verschenkt, verkauft, wie auch immer, oder an Freunde abgegeben. Und haben alles, was wir jetzt noch gebraucht haben, was wirklich wichtig ist, bei uns in den Wandschrank reingepackt. So haben wir auch mal alles ausgemistet, hat auch seine Vorteile. Und ja, und hinter dem Fernseher hier in der Wand sozusagen, hinter dieser Tür, seht ihr unseren begehbaren Kleiderschrank, der jetzt so aussieht. Ja, also auch bis zur Decke hoch natürlich mit Klamotten, natürlich auch jede Menge Schuhe. Und wie es im richtigen Klamottenladen ist, 80% Frauensachen, 20% Männersachen. So ist das halt nun mal. Ja, hier habe ich Kleiderstange eingebaut und habe da die Klamotten zum Hinhängen aufgehangen, Hemden und so weiter. Und für die Frau natürlich auch natürlich ein Spiegel, damit meine Frau sich angucken kann. Neuer Fußboden ist reingekommen, ein kleiner Teppich und auch eine neue Lampe oben an die Decke. Ja, und somit hat meine Frau was Schönes. Das heißt, sie hat einen begehbaren Kleiderschrank. Mir ist das ja wurscht. Aber im Großen und Ganzen richtig schön geworden. Natürlich in rosa Glitzerfarben mit Schilderchen und so weiter. Also auch ganz toll. Und ich hatte natürlich da wirklich einen ganzen Tag Arbeit. Also ich habe wirklich reingeklotzt von morgens bis abends. Und abends war das Ding so, wie es hier aussieht, fertig. Natürlich, meine Frau musste noch den Krempel einräumen und hat das entsprechend halt ordentlich gemacht. Sie sagt ja mal, ich kann nicht zusammenlegen und so weiter. Sie lacht schon. Ja. Nein, ich erzähle keinen Mist, Schatz. So, und jetzt gehen wir mal in den wesentlichen Abschnitt, was ich euch zeigen wollte oder was absolut Highlight ist. Und wie gesagt, ich habe da die letzten 14 Tage rumgewurschtelt, gemacht und getan. Und das Resultat sieht so aus. Also, beziehungsweise das erste Mal hier oben habe ich erstmal überall so Regalböden eingebaut. Mit Leerverpackungen, denn ich hatte ja mal erwähnt, ich tue auch ein bisschen nebenbei Modellbahn verkaufen und da brauchen wir natürlich auch ein paar Kisten und so weiter. Glücklicherweise habe ich eine Schwiegermama, die in einem Schuhladen arbeitet und ich jede Menge Schuhkartons bekomme, also perfekt zum Verschicken. Ja, diverse Loks, Wagen, Sets und so weiter noch zum Verkaufen und anderes Krimskrams für die Modelleisenbahn, also eine ganze Menge. Außer der ganz hinten in der Ecke rechts Z21, das ist meine Leerverpackung von meiner Z21. So, und jetzt Trommelwirbel könnte man sagen. Und jetzt kommt der Abschnitt, den ich euch zeigen wollte, der neu geworden ist. Einmal hier oben das Dörfchen hat sich der Schienenkreis verändert. Da muss ich allerdings dazu sagen, das weiß ich noch nicht, ob ich das so lasse. Keine Ahnung. Das war mal so eine spontane Idee. Mal schauen, was sich ergibt. Aber das, was auf jeden Fall bleiben wird, seht ihr hier. Ja, hier, wie gesagt, stand der erste Schrank und da seht ihr ja jede Menge Schienen, Weichen und einen komplett neuen Bahnhof. Komplett achtspurigen Kopfbahnhof mit längsten Gleisen sind knapp 3 Meter, wo man natürlich ordentlich auch mal schöne lange ICEs parken kann und natürlich auch entsprechend noch weitere Strecke. Die Gleiswendel, den ich sozusagen hier unten drunter hatte, also da unten drunter hatte, der habe ich sozusagen in 3 Teile gemacht, also dreimal einen halben sozusagen, so dass ich entsprechend das hier bauen kann. Und wie das jetzt hier lang läuft sozusagen, also hier oben oder beziehungsweise hier war ja der Gleiswendel ging raus, da ist jetzt sozusagen hier jetzt die Schiene gekommen, das heißt hier fährt jetzt der Zug runter über eine 2 Meter lange Rampe. 6 cm sozusagen ist der Höhenunterschied. Also von der obersten Kante hier bis hierher sind 6 cm auf 2 Meter. Da haben die Züge wirklich null Probleme mit Steigung. Ja, das Ganze geht dann hier hinten rein, unten rein. Muss dazu sagen, bedingt, ich hatte von der Höhenverhältnisse konnte ich mich nicht so austoben, wie ich wollte. Das heißt, hier sind es ungefähr 8 cm von der Höhe.
Da ich aber eh keine Tunneloberleitung mache, ist das wurscht. Das ist auf jeden Fall soweit in Ordnung. Ja. Dann fahrt ihr da hinten lang sozusagen mit den Zügen, mit dem Zug besser gesagt, da hinten lang. Voilà. So. Ja, ein bisschen Krempel. Dann geht es hier unten sozusagen auf der unteren Ebene, also die obere, da kommt er von der Brücke, die am Fenster lang läuft. Und die untere Ebene geht dann hier so weiter. Dann haben wir hier nochmal so eine kleine, ja, ich nenne es mal kleine Paradestrecke. Ja, da ist auch von der Höhe von 8 cm geht es dann runter sozusagen auf die untere Ebene und die dann auch entsprechend hier unten dann entsprechend lang fährt. Hoppala. Und kommt entsprechend hier wieder raus. Und geht dann, wie ihr das kennt oder aus meinen diversen Videos, dann hier raus, wo es dann weiter bei der Brücke unten lang geht. Also ich habe mal ausgerechnet, sind ungefähr jetzt 15 Meter mehr Gleis, was ich als Streckenlänge mehr habe, wo die Züge noch ein bisschen länger fahren können. Aber im Großen und Ganzen sieht das halt richtig klasse aus. Also mir persönlich, ich meine, das hat ja jeder eine andere Meinung immer davon, was davon hält. Aber ich finde es klasse. Ich wollte schon immer mal einen Kopfbahnhof haben. Und das hat sich dann ergeben. Ja, zudem habe ich mir noch einen neuen Bahnhof geholt. Das ist der Bahnhof Kehl von Kipri. Ja, auch so, naja, ich glaube, keine Ahnung, 80er Jahre Bahnhofsstil oder so, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja, aber gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ja, so sieht das Ganze nochmal von der Seite aus. Ja. Und wenn ihr denkt, ja, wie macht ihr das mit Hin- und Herfahren und so weiter? Ja, richtig. Also in der Regel ist ja so, das rechte Gleis wird entsprechend für die richtige Richtung genommen zum Fahren. Das heißt, hier kommt entsprechend halt die Züge an, können dann entsprechend hier in den Bahnhof auf alle Gleise fahren. Ja, und wenn man sozusagen rausfährt, können die Züge natürlich über diese Kreuzung auf den inneren Gleis fahren. Und natürlich gebe ich euch recht, wenn ihr sagt, ja, der kann ja dann gar nicht mehr in den Kopfbahnhof reinfahren, das ist richtig. Aber da gibt es ja immer noch meinen normalen Bahnhof. Und da können die Züge natürlich dann entsprechend, wenn die da angehalten haben, entsprechend dann wieder die Richtung wechseln und können dann in den Kopfbahnhof reinfahren. Was ich mir jetzt noch überlegt habe, und zwar, ich habe das gesehen, bei YouTube gibt es ein Video, das nennen sie Leipziger Hauptbahnhof, glaube ich, in H0. Was ich halt richtig klasse finde, wenn mich sozusagen ein Spiegel hinmache, jetzt nicht allerdings den hier, der ist für was anderes gedacht, und macht dann entsprechend einen Spiegel hin, auf so, habe ich mir gedacht, auf so 10 cm Höhe, ja, und hätte dann natürlich einen Bahnhof, der dann aussieht, als hätte ich 16 Gleise. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber ich fand die Idee halt richtig klasse. So wirkt das natürlich alles nochmal deutlich größer, wenn ich da jetzt eine Spiegelwand hinsetze. Ja, also wirklich halt komplett über den Bahnhof hinter, wo ich entsprechend halt wirklich halt, ja, entsprechend halt Spiegellandschaft komplett bis hinten hin durchziehe und dann natürlich richtig fetten Bahnhof habe. Zumindest rein optisch sozusagen. Mehr Züge passen natürlich trotzdem nicht hin, aber ich finde das halt richtig klasse. Da könnt ihr mir ja eure Meinung sagen. Wäre mir ganz wichtig, was ihr davon haltet zu dem Spiegel. Ob ich einen Spiegel dahin machen soll. Wie gesagt, jetzt nicht den da, der ist zu hoch, definitiv. Aber ich sage so 10 cm oder so halt oder 15 cm hohen Spiegel komplett über die Bahn sozusagen hinten an der Wand. So dass man so eine optische Täuschung hat von dem Bahnhof halt. Ja, aber ich würde das halt mega klasse finden. Ja, wie gesagt, so sieht's aus. Also wirklich, ich denke, nicht zu viel versprochen. Also ich habe wirklich jede Menge gewurschtelt, gemacht, gebaut, getan. Ja, und bin echt froh, dass ich in dieser Zeit das hinbekommen habe. Ja, also ich habe wirklich halt Strom nochmal extra verlegt. Ich habe nochmal hier entsprechend nochmal Strom extra geschlossen, weil ich gemerkt habe, manche Stellen hadern so ein bisschen mit der Stromversorgung. Das habe ich dann nochmal separat angeschlossen, so dass halt wirklich null Probleme gibt zwecks Strom.
Ja, ihr Lieben, so, wir sind wieder am Ende vom Video angekommen. Also ihr seht, es hat sich schon wieder eine ganze Menge getan. Auch wenn ich mir natürlich da jede Menge Arbeit aufgehalst habe, aber ich habe es gern gemacht, weil es total Spaß macht. Allerdings kommt natürlich noch die wesentliche Arbeit ja auf mich zu. Die ganze Elektrik für irgendwann Signale, die Weichenantriebe müssen alle angeschlossen werden. Dann natürlich die ganze Optik natürlich alles zu machen, aber nichtsdestotrotz, ich freue mich drauf und habe richtig Bock drauf. Auch hier der Kopfbahnhof. Ja, ich habe da ja richtig Bock drauf. Wie gesagt, es macht richtig Spaß. Und wie gesagt, ich bin echt am Überlegen mit dem Spiegel an der Wand. Ich finde es mega klasse. Also, meine Tochter findet es gut. Also, sieht richtig gut aus auch und ich finde es gut. Meine Frau, ja, sagt, ist das ja eigentlich wurscht. Ist ja egal. Aber. Ja, ich finde es mega klasse. Wie gesagt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt, zur Streckenführung, zum Bahnhof, was ihr mit dem Spiegel, was ihr zum Spiegel sagt. Aber ich glaube, es ist ganz witzig. Auf jeden Fall, ich höre schon wieder das Kichern im Hintergrund. Ah, meine Tochter, du bist zu sehen. Jetzt haben sie dich alle gesehen, die da. So, Age. Ja, so ist das halt, wenn man halt spionieren tut, gell? Und möchte am liebsten mal reinkommen. Aber ihr könnt auch gerne reinkommen, nichts dagegen. Woher weißt denn du, dass ich hier stehe? Ja, ich weiß, dass ihr steht da. So. Ja, meine Frau möchte natürlich nicht zeigen, aber wäre natürlich lustig, wenn es eine Glastür gewesen wäre, dann hätten wir sie ja gesehen. Ne? Kann ja noch kommen, ne, die Glastür. Genau, oder dass meine Frau sich mal im Fernsehen, hier im Fernsehen bei YouTube zeigen möchte, habe ich nichts dagegen. Ja, damit soll es das schon gewesen sein. Ich bin wie gesagt gespannt auf eure Kommentare. Ich finde es mega schön geworden, war viel Arbeit, aber es hat sich gelohnt und wie gesagt, ich bin total begeistert vom Kopfbahnhof, wo es wollte ich schon immer haben und jetzt habe ich die Möglichkeit und habe es entsprechend natürlich auch umgesetzt, wie ihr seht. Ja, wie es weitergeht, das erfahrt ihr sicherlich im nächsten Video. Und bis dahin sage ich schon mal wieder Tschüssi, hallo Nina. Und bis dahin sage ich, macht's gut, schönes Wochenende wie immer. Und dann bis die Tage, euer Björn, der BLR 2501. Macht's gut, da hinten winkt noch jemand, Tschüssi.